Leute, Leute, es ist auf jeden Fall Schneezeit. Die Straßen sind voller Schnee. Die Autos haben Weihnachtsmützen, wie zum Beispiel dieser McLaren mit Lebkuchen und Geschenken im Kofferraum. Habt ihr es gesehen, Leute? Oder zum Beispiel dieser Stormwagen mit Weihnachtsmütze, ein Tannenbaum und der Weihnachtsschlitten selber, Leute. Denn wir haben heute ein Special Hide and Seek, nämlich Weihnachtsedition, Leute, mit richtig kranken Fahrzeugen und einem Gegner, der auf jeden Fall bereit ist und mir ein Geschenk bringt. Wow, was ist das da drinne, Bro? Das ist mein Geschenk für dich, weil du heute verlieren wirst. Echt? Was ist da drin? Ja, da kannst du ja öffnen. Okay, ja. Ich hab, oha, Bro, du hast dir ein Lollipop geschenkt. Ja, klar. Danke, danke, Bro. Alter, richtig geil, Leute. Wir haben heute die Weihnachts-Special Edition und wir haben sogar als Special eine Weihnachts-Map, Leute. Die werdet ihr gleich sehen, aber erstmal lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, denn das ist das beste Geschenk für mich. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, welches Geschenk ihr euch zu Weihnachten wünscht. Und Max, bist du ready für das krasseste Weihnachts-Hide-and-Seek-Battle der Welt? Ich bin ready. Okay, dann bitte ich dich, in ein Fahrzeug zu steigen und dann geht es los, mein Lieber. In 3, 2, 1. Ropegun nicht vergessen, darfst du auch benutzen. So, ja, let's okay. go. So, Leute, wir verstecken heute alles drumherum um den Würfelpark, mein Lieber. So, Würfelpark sieht... Oh, das sieht... Bro, das sieht ja richtig nice aus, der Würfelpark, ne? Alter, hier ist Weihnachtsstimmung. Ja, hier ist richtig Weihnachtsstimmung. Vielleicht werde ich ja mein Auto schön im Würfelpark verstecken. Weißt du, ich meine? Aha. Ja, vielleicht werde ich so tun. Alter, der sieht echt geil vielleicht aus. Vielleicht werde ich das auch tun. Bro, ich sag vielleicht, dir... Vielleicht, aber auch nicht. Ich sag dir, ohne Witz, der sieht krass aus. Also der Würfelpark. Ja, finde ich auch. Gefällt mir. Gefällt mir auch gut. Ich würde einfach mal sagen, mein Lieber, ich verstecke jetzt hier gerade schön mein erstes Auto. Bist du auch schon dabei oder hast du schon eine Idee? Ich habe noch nicht so eine Baba-Idee. Ich habe übelst die Baba-Idee irgendwie. Ich weiß nicht, ob es zu leicht ist oder ob es vielleicht wirklich die Baba-Idee ist der Baba-Ideen. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden, ob du das hier findest oder nicht. So, ich find's gut, Leute. Ich würde auch sagen, wir lassen das Auto direkt hier stehen. Mal gucken, ob du es finden wirst. Aber ich gehe schon mal rüber zum zweiten Auto. So, mein Lieber, ich gehe jetzt schön mit dem Tannenbaum-Auto mich verstecken. Stell dir vor, du würdest dich mit dem Tannenbaum genau an den Tannenbaum ropen. Und dass der Tannenbaum im Tannenbaum sich perfekt tarnt. Aha, okay. Das wär's doch. Das wäre natürlich Five-Head. Ich sag dir ehrlich... Das eine Ding gefällt mir leider nicht so gut. Ich glaube, ich muss das eine Versteck von mir nochmal überdenken. Aber, ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Orte beim Würfelpark, wo man auf jeden Fall auch gut verstecken kann. Ich muss leider sagen, ich tue mir sehr schwer aktuell. Echt? Ich habe noch nichts Gutes gefunden mit meinem ersten Auto. Wobei, vielleicht habe ich jetzt eine Idee. Okay, okay. Ey, Leute, entweder ist es das schlechteste Versteck der Welt. Wartet, lass es uns so einschauen. Oder es wird das lustigste Versteck sein, wenn du es niemals finden wirst. Also, oh, ich habe meinen ersten Karren auch versteckt. Ich sag dir ehrlich, ich habe mein Auto versteckt und ich gehe rüber zum nächsten Fahrzeug. Denn ich werde jetzt kurz mein anderes Fahrzeug ein bisschen umverstecken, weil ich bin nicht so zufrieden damit, muss ich dir ehrlich zugeben. Okay. Deswegen werde ich es jetzt umverstecken, aber ich habe ein Versteck, was ich sehr lustig finde schon mal, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir sind gerade gleich auf, Bro, weil ich verstecke gerade erst ein Auto und du auch. Ja, ich mache jetzt also hier auch das zweite, meine ich, das zweite. So. Okay, ich bin echt gespannt, ob du das eine Auto findest. Junge, es ist aber auch echt... Oh, moin, Meister. Was Ach, machst da bist du hier? Ich mach hier gar nichts. Ach, du wolltest hier dich verstecken? Ah, verstehe. Ich teste nur ein bisschen. Ah, du machst auch den McLaren. Ja, ich bin auch gerade bei McLarenski. So, Max, wie geht's dann so? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsch mir einfach nur meine Ruhe. Was? Wie? Das wie so ein alter Mann. Das hört sich ja richtig schlecht an, so einfach meine Ruhe. Bro, ich bin wie ein alter Mann. Ich wünsche mir einfach nur meine Ruhe, Digga. Okay, krass, krass, interessantes. Und du, was wünschst du dir so zu Weihnachten? Bro, ich weiß nicht, also. Ich muss es jetzt. Ich sag das so, ich überleg's mir jetzt kurz auf dem Weg zu meinem nächsten Fahrzeug, mein Lieber. So, Bro, ich bin beim nächsten Auto, also ich wünsche mir. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt auch so richtig diese Filme schieben mit.
Ich wünsche mir Liebe und Gesundheit. Gesundheit. So, aber ich sag dir ehrlich, so wirklich materiell wünsche ich mir eigentlich gar nichts. Ja, ich sag dir ehrlich, ich habe auch gar keine materiellen Wünsche. Aber gut, ich sag mal, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass wir erwachsen sind, ja, und unser eigenes Geld haben. Und wenn man was haben will, dann ja. Ich wette mit dir, einer der meisten Wünsche bestimmt so PlayStation oder safe. FIFA oder irgendein Computerspiel oder oh mein Gott, habe ich ein geiles Versteck, Leute. Also das Versteck ist eine 10 von 10. Wenn du das Auto findest, nice, eine Bro. 12 von 10. So, wir gehen rüber zum nächsten Fahrzeug. Geisteskrankes Versteck. Oh, bist du schon bei deinem letzten, oder? Ja, ja, beim letzten schon. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Max, jetzt fährst du gerade weg. Ich bin mir echt mit allem Verstecken nicht so zufrieden, aber... Also ich bin eigentlich mit keinem von meinen Verstecken so 100% zufrieden. Weil ich hab Angst ein bisschen, sag ich dir ehrlich. Ich muss vielleicht echt noch ein bisschen umändern. Also ein Versteck der McLaren, mit dem bin ich gar nicht zufrieden. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, bin ich absolut nicht zufrieden. Und ich glaube, deswegen wird er auch nicht so gut abschneiden. Aber sonst, wo verstecke ich jetzt dieses Teil hier, Digga? Boah, das ist auf jeden Fall kein... Also ich sag dir ehrlich, der fliegende Schlitten ist echt kein einfaches Ding, du. Hast du irgendein Fahrzeug von mir gefunden? Nee, du? Ich auch nicht von dir. Echt nicht? Nee. Hätte ich safe gedacht. Okay. Okay. Wie hast du schon denn? Bist du beim letzten Auto oder noch nicht? Ich bin jetzt beim letzten, ja. Oh oh. Okay, ich sag dir ehrlich. Ho, ho, ho! Moin! Ho, ho, ho! Okay, jetzt ist vielleicht. Ich sag dir ehrlich, also wenn du jetzt nicht ein Auto von mir siehst, dann weiß ich auch nicht. Ich glaub, hast du schon eins von mir gesehen? Nee, aber ich muss auf jeden Fall neu verstecken. Das eine. Jetzt, wenn du das so sagst. Ja, ich werde es aber neu verstecken, keine Angst. Ah, okay, ich sehe schon hier auf dem Würfelpark. McLaren, ja, ja. Ja, wahrscheinlich der McLaren. Ja, ja, das ist genau das. Der. Wir hätten die Autos am Anfang machen sollen, jetzt fliegt man ja über alles drüber. Ja. Lass mal jetzt schnell irgendwo verstecken, ja, bevor ja, wir ja, hier ja, alles ja, sehen. Ja, müssen. Ja, dann können ja, wir nochmal neu ja. starten. Okay. Einverstanden, Bre. Versteck einfach. Konzentrier dich einfach schön auf dich, ja? Ja. Und dann ist alles auch in Ordnung. Oh Gott. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, mit dem zu verstecken, Bro. Ja, ich... Oh. Oh Gott, ich muss einmal... Oh Gott. Oh Gott, Leute, wir müssen uns korrigieren. Bro, das lässt sich so schlecht lenken. Alles drum und dran. So, dass okay, ich hab's geschafft. Echt? Oh Gott. Ja. Leute, ich weiß nicht, ich werd's jetzt einfach hier stehen lassen. Weil vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut, aber ich bin damit zufrieden und ich würde sagen, wir treffen uns zum Suchen. Ah, nee, warte, ich will doch den McLaren jetzt nicht verstecken, warte. Ich muss kurz zum McLaren, Bro. So, hast du deinen Schlitten versteckt, Bro? Ja, ist versteckt. So, ich versuche jetzt hier noch schnell zu verstecken. So, Leute, ich sag euch ehrlich, vielleicht ist dieses Versteck auch ein legendäres Versteck. Deswegen werden wir auf jeden Fall das Auto jetzt hier lassen. Und ich sag euch ehrlich, ich bin zufrieden. Vielleicht ist es sogar... Oh mein Gott. Okay, Leute, let's go zu unseren Motorrädern. So, Max, steig auf! Yeah! Komm, steig auf, bist du ready? Let's go, Bro. Ey, ich bin auch richtig gespannt jetzt. Also... Alles rund um Würfelpark ist erlaubt. Ich fahre hier schon mal ein bisschen entlang. So, mein lieber Weihnachtsmann. Fangen Weihnachtsmann. Wir mit den Fragen an, oder was? Ja, können wir direkt kommen. Du bist geil, du darfst direkt anfangen. Hast du etwas auf einem Dach hier platziert? Auf einem Dach habe ich jetzt nichts, aber erhöhte Positionen ein bisschen, ja. Okay. Also Dach so, nee. Also wenn du jetzt mit dem Schlitten rüberfliegen würdest, würdest du jetzt nichts auf den Dächern sehen. Okay. Du? Ich hab was auf dem Dach, ja. Aha! Aha! Das ist bestimmt ein Schlitten sogar. Weil den hast du ja richtig. Hab ich mir schon gedacht, ne? Okay. Lol, ich hab deinen Schlitten in der Tiefgarage gefunden. Nein, war eigentlich so ein Billo-Versteck, aber ich dachte, vielleicht fährst du da nicht rein, so weißt du? Lol, okay, nice. Ja, ich bin gerade direkt reingefahren. Ja, okay, stark. Aber ich hab, ich hab deinen Schlitten auch gesehen, einfach hier auf dem Dach. Schön auf dem Dach. Du bist so schnell hochgekommen. Bro, ja. Ich hab mich so hochgeropt, losgelassen, bin über die Map geflogen, weißt du, ich meine? Alter. Und hab's dann gesehen. Also ich bin nicht auf sein Dach speziell geklettert, muss ich dazu sagen. Crazy. Ich hab's einfach aus der Luftperspektive gesehen, Bro.
Ich sag dir, ich habe zwei Verstecke, ich feiere die unnormal. Also, nee, drei, okay. Drei. Also eigentlich alle Verstecke, die du jetzt hast, sind geisteskrank, finde ich. Hast du was am Würfelpark versteckt? Ja. Also auf der Fläche da in der Mitte, sag ich mal? Ja, habe ich. Du? Okay. Ich nicht, nee. Okay. Oh, Leute, hier wäre so ein Iglu gewesen zum Reinfahren. Aha. Nein! Bist du? Nein, sag es nicht! Hast du? Bro, das ist so gut! Ey, ich hab dieses Iglu gerade so gesehen und dachte mir, oh, das wäre eigentlich voll das Bauer versteckt. Aber wieso bist du reingefahren? Ey, das war krass, man hat das gar nicht gesehen. Ja! Ich dachte mir, weil ich mich gerade gefragt habe, ob man da reinfahren kann oder ob das so blockiert, weißt du? Ey, Bro, was ist da nicht reingefahren? Du hättest niemals gefunden und das war schräg, wie ich gesagt habe, Würfelpack und geil, weißt du noch? Ich hab noch gedacht, ja, stimmt. Bro, das war wirklich ein sehr, sehr starkes Versteck. Weil man hat es gar nicht so auf den ersten Blick gesehen. Ich sag dir ehrlich, wärst du da jetzt nicht reingefahren, so vorbei. Ah, okay, leer. Dann wäre vorbei für dich, Bro. Sag ich dir, wie es ist. Ja, dann wäre echt Ende. Okay, aber erst ein. Jetzt steht es 2-1 schon für dich, Bro. Okay, hast du was. Was soll ich sagen, Alter? Boah, was gibt's hier für Fragen? Steht bei dir ein Auto auf dem Boden? Also die Straße, so berührt es die Straße, so wie zum Beispiel in der Garage. Warte, ich muss mal kurz überlegen, wo ich meine ganzen Garage, Straße hingestellt habe. Warte, lass mich kurz überlegen. Mhm. Sind die denn nochmal alle? Bro, du weißt selber nicht mehr. Nee, ist nicht. Oh, Alter. Ja, ich weiß jetzt wieder, wo alle sind. Ich sag mal. Ja. Sind nicht alle auf Dächern, aber auch nicht auf der Straße. Okay. Also so. Und bei dir? Ich hab so nur was auf der Straße stehen, auf dem Ground? Nee. Tatsächlich nicht. Aber auch nicht auf Dächern. Also erhöhte Position, ja und so. Mhm. Bro, das heißt. Hast du noch was im Würfelpark oder war das das Einzige? Ich habe in der Nähe des Würfelparks noch etwas. Aber nicht bei der mittleren Fläche, also das meinst du nicht. Ja, ist schwer zu sagen, alles, was Bro. Da mittlere Fläche ist, ist Würfelpark. Bro, was sind das für Fragen? Das grenzt so alles aus. Das ist so eine Powerfrage. Ja, Bro, man muss halt die richtigen Fragen stellen. Bro, ja, Würfelpark ist halt so ein Ding, so. Wenn ich jetzt sage, so außerhalb des Würfelparks, ja. Aber Bro, außerhalb des Würfelparks ist es die größte Fläche. Würfelpark ist ja so klein. Ich sag so, lass dich einfach überraschen. Okay. Lass dich einfach überraschen, mein Lieber. Heißt, ist noch was im Würfelpark. Oder in der Nähe des Würfelparks. Digga, ich sag dir, so wie es ist, du nimmst dich gerade ein bisschen. Hast du was an einem Werbebanner, so Werbeplakat? Ja. Ja! Ja. Oh mein Gott, ich wusste nicht. Ja, Bro, das ist ja jetzt auch eine Powerfrage. Ja, aber Bro, es gibt tausende Werbebanner. Ah, voll geht. Ich glaube, es gibt nicht so viele. Oder? Oh, ich sehe es! Ja! Ja! Ich habe den Tannenbaum-Nissan gefunden am Werbebanner. Geil. Also ich fahre die ganze Zeit im Würfelpark rum, aber boah, ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Dächer oder so gehen. Das ist ja, kannst du auf jeden Fall machen. Warte mal, kann man überhaupt in diese ganzen Bäume reinfahren? Keine Ahnung, Bro. Da kann man nicht reinfahren. Okay, das ist schon mal. Ist nicht so gut. Das ist schon mal gut. Ich dachte jetzt hier. Wäre geil, aber nee. Okay, ich darf hier nicht meine Zeit die ganze Zeit verschwenden. Ich muss mal weiter gucken. Wo könnte der Russik-Pupsik hier noch was versteckt haben? Also ich habe noch ein Power-Versteck und eigentlich ein Billo-Versteck. Also was heißt Billo-Versteck? Es ist ein cooles Versteck, so. Weißt du, ich meine? Hast du was in einem Interieur drin? Nee, du? Nee. Okay. Ich bin gerade Ammunition, dachte ich vielleicht noch. Boah, hast du was auf einem Balcony? Balkon. Bei erhöhte Position, ja. Ja, erhöht habe ich mir schon gedacht, aber so wirklich Balkon? Nee. Okay, ja auch nicht. Balkon? Habe ich was hast nicht. Du jetzt alles von mir gefunden schon? Den Nissan und das Santa Claus Dingwagen. Der Nissan war der an der Werbebanner. Ja. Ja. Damn. Ey, das ist so schwer gerade. Holy moly, ja. Was ist denn los? Du kannst aber wieder was fragen. Ich überleg gerade, was kann ich denn noch? Nein.
Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein, was? Krass. Was? Digga, krass. Was, Bro? Krass, da zwischen den beiden. Nein! Oh mein Gott. Nein! Ich hab grad so spaßhalber also so rumgeschaut hier. Nein! Einmal sich dieses leuchtend rot blau. Ich denk erstmal, das wäre ein Amerika-Fall. Bro! Bro, oh mein, sag mal ehrlich. Das war krass. Power versteckt. Das war krass. Ja, Digga, das okay, war okay, du bist 10%. Jetzt in Führung. Hast du was in der Nähe des PDs? Also diese Richtung? PD-Richtung? Auf der Seite des Würfelparks, ja. Mhm. PD ist gut. Okay. Mir fehlt nur noch eins von dir, oder? Ja, ja. Du bist fast durch, mein Lieber. So, mein Lieber, also in der Nähe der PD-Seite ist auf jeden Fall schlau. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Minütchen Zeit. Und ich habe das Gefühl, auf einem Dachdach warst du nicht. Also bist du eher... Oh mein Gott. Ich fliege hier von Haus zu Haus und finde dein Stormy. Auch geiles Versteck. Zwischen zwei Häusern, aber nicht so wie bei mir, sondern so ein bisschen so eingedingert, ne? Cool. Ja, ja. Nice. 3-3, Bro. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben tatsächlich noch zwei Minütchen für das letzte Fahrzeug. Das heißt... Boah, ich hab gar keine Ahnung, ja. Hast du noch eine Frage? Ist halt schwer, ne? Also, dein letztes Fahrzeug, das muss ja irgendwo auf einer erhöhten Position sein, ja, oder? Ja, ja, ja. Machen auf wir mal... Auf einem Balkon? Nee. Ist dein Fahrzeug angeroped? Also ist es geroped? Nee. Das letzte? Meins schon. Aha. Also falls das dir ein bisschen hilft. Also ich sag dir ehrlich, ich hab keine Ahnung, Bro. Wahrscheinlich irgendwo wieder wie... Ich hab das Gefühl, da ist so wie der Storm versteckt. Einfach irgendwo auf so einem kleinen Zwischenhaus-Ding so... Irgendwo steckt er fest oder so. Weißt du, wie ich meine? Sowas hast du bestimmt da. Safe. Boah, ich hab... auch keine Ahnung, wo du hier was versteckt haben könntest. Ja, Bro, ich sag dir... Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, tatsächlich nicht mehr lange. Die letzten 40 Sekunden laufen schon. Sollen wir einfach aufgeben oder sollen wir noch was... Ich weiß nicht, was ich fragen soll auch, weißt du? Ich meine, ich weiß auch nicht mehr, ey, das ist zu krass. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich noch nicht geguckt habe. Es ist auch ein schweres Gebiet und Schnee und so und Garage. Ja, komm, lass auflösen. Okay. Oh, fang du an. Welches Auto fehlt mir überhaupt? Der McLaren. McLaren. Oh, so, dann komm mal zu mir, Minjung. Okay, ich port mich jetzt. Nein, ich bin hier gerade sogar gewesen. Und zwar, wir müssen einmal auf dieses Gebäude hier hoch. Hä? Nach oben? Ja, warte. Oh, ich seh's. So, und dann, wenn wir hier sind, hier oben abgestellt. Schön abgepackt. Oh. Eigentlich relativ basic, aber ja, halt hier hinter dem Wand. Boah, aber stark. Bro, aber ich sag dir, ich port dich mal jetzt zu mir oder komm da hin, wo du gerade warst. Wo du gerade auf das Ding klettern wolltest. Ja. Bist du bei mir? Wo bist du? Ja, hier vor dir. Wo? Vor dir. Ah, guck mal vor dich. Siehst du nichts? Guck mal in den Würfel. Nee. Ey, Bro, das geht nicht. Bro, nein. Was denkst du, wieso ich die Fresse gehalten habe beim Würfel? Bro, ich hab einfach deinen Tannenbaum, wirklich einen Tannenbaum gemacht. Ey, Bro, der hing jetzt hier nicht schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit! Wie... Oh mein Gott, gell? Und ich dachte, du findest es als erstes! Und du hast es nicht gefunden, Bro! Bro, ich sag, aber das ist, weil hier alles grün-rot ist, ey. Ich hab das einfach... Ja! Bro, ich hab überall die ganze Zeit gesucht, überall hochgeschaut und das ist mir nicht aufgefallen. Ja, weil du dachtest, das ist so vom Baum, so Verzierung oder so. Ja, wie lost. Ich dachte wirklich, das wäre so Verzierung. Bro, aber sag mal ehrlich, Iglo versteckt brutal, Tannenbaum versteckt brutal, ja, zwischen den Häusern brutal. Hat's wirklich richtig gute Verstecke heute gehabt. Richtig geile Folge, ich sag dir ehrlich. Ey, aber ich bin so happy, dass du den Tannenbaum nicht gefunden hast. Aber ja, desto spannender wird's. Ich würde sagen, mein Lieber, gehen wir rüber zum Sumo-Battle. So, bist du ready? Ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go. Machen. Ja, Bro, ich bin ready. Gott. Ich bin ready. Oh Gott. Oh, bam. Oh, oh, oh. Bro, oh, oh. Bro, oh, 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 oh. Nein, nein, ja, nein. Ja, 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 nein, let's go, nein, let's go. Ich bin umgekippt, Bro. Bro. Das ist meine nein, Chance. Nein, 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 nein. Bro, was passiert hier? Hilfe. Die Rätsel dreht sich. Bro, ich dachte, es ist OP. Bro, Hilfe. Oh. Ja, raus mit dir, Russik! Oh. Raus mit dir! Wie kann ich raus mich jetzt umdrehen, Bro? Dir. Ich hab's mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Hey!
Digga, ich kann nichts machen. Kannst du mich an. Du bist explodiert! Ich bin nicht explodiert. Nein. Warte, ich will. Raus! Tschüss! Na! Bro? Ja? Digga, der kann nicht. Und was ist das denn? Guck, ich fahre hier gerade auf dem Wasser. Oh, jetzt, lol. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Hä? Ja, okay, warte, 1-0 für dich, komm, 1-0 für dich. So, 1-0 für dich, Matchpoint für dich, bist du ready, mein Freundchen? Ich bin ready, Junge. Okay, ich bin ready geboren, ich werde nicht umdrehen diesmal. Ich werde dich einfach wieder umwerfen. Nein, werde ich nicht. Ich bin kurz davor, wieder umgeworfen zu werden. Nein. Bro, nein! Nein! Du hast wieder geschafft! Bro, das ist Alter. Ja voll das Scam! Ah, nein, ich fall runter! Echt? Ich bin auch runtergefallen. Du bist vor mir runtergefallen dann. Hä? Ja, weil ich konnte hier nicht bremsen. Ich bin so gerutscht auf dem Schnee. Nice, GG, 1-0, Bro. Ich sag dir, ich bin kurz danach auch runtergefallen, aber perfekt. Oh mein Gott. Matchpoint. 3, 2, 1, go, Bro. Du hast dich gerade unten mal gerettet. Jetzt reicht's mir. Oh. Bro. Ich komme. Ich nehme jetzt sowas von dick Anlauf, Bro. Ich nehme diesen anderen dicken Anlauf. Bist du ready? Weißt du, wo ich bin? Ich bin ready. Digga. Komm her, Junge! Ah! Okay. Ich komme wieder. Ich nehme diesen anders dicken Anlauf. Bist du ready? Ich komme gerade angeflogen, Bro. Ich muss dich von dieser Fläche runter machen und du musst mich umdrehen. Ah! Nein. Bro! Junge, da musst du früher aufstehen. Bro, ich sag dir ehrlich, ich werde mit einem Sieg hier jetzt rausgehen. Ja, okay. Oh, nein. Das war ja jetzt eine krasse Aktion. Bro, nicht umdrehen, nein! Nein! So, Bro, nein! Jetzt Bro, schick ich dich nach Hause! Oh mein Gott! Du bist fast rausgefallen! Oh. Bro, du bist gerade fast rausgefallen, ne? Nee. Komm schon, ich gebe noch nicht auf. Komm doch, ja, okay, komm, schieb mich runter. Ja, okay, hast recht. Schieb mich einfach runter, Bro. Willst du mich nicht runterschieben? Du wolltest mich. Oh mein Gott, nein! Jetzt hast du mich. Ja, komm, jetzt hast du mich. Nein, ey! Bro, ich hab dich gleich! Versuch es doch! Du wirst es niemals schaffen! Oh. Komm, ja, jetzt hast du mich, komm. Ja, okay, komm. Komm, schieb mich runter. Komm, Bro. Komm. Ey, du bist zu schwer, ich kann dich nicht schieben. Ja, okay, komm jetzt wirklich. Nein! Nein! Let's go! Ja, okay, GG, mein Lieber. 1-0 für Max. So, mein Lieber, jetzt ist Zeit fürs Rennen. Bist du ready? Nimm dein Auto. Boah, jetzt werde ich dich richtig mit meinem Rentierschlitten auseinandernehmen. Okay, du musst einmal, kannst du kurz mit F2 zu mir kommen, auf die Straße? Oh, ja. Damit du gerade bist. Dann öffne bitte die Karte. Ja. Und markier einfach mal, ich würde sagen, dein eigenes Haus. Okay. Erstens bei deinem eigenen Haus ist. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, go. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt, Bro. Du kannst fliegen. Ich flieg los. Und ich booste los, Bro. Oh nein, aber du bist richtig schnell. Ich hab richtig geboostet gerade. Aber dafür kann ich Luftlinie fliegen. Ja, aber... Aber wie schnell bist du mit Luftlinie eigentlich so? Ich flieg 280 km/h. Oh mein Gott, Bro, das ist ja brutal. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, das ist knapp. Ich sehe dich richtig versuchen zu landen. Nein, oh mein Gott. Bro. Nein. Es ist nicht so einfach, das Ding zu landen. Hast du es geschafft zu landen? Ich bin auf dem Dach. Auf dem Dach? Oh nein, ich muss hier runter zur Tür. Oh, wer zuerst in der Tür ist. Wer zuerst in der Tür ist, okay? Ich bin da! Nein! Bro, aber ich sag dir ehrlich, wärst du jetzt hier im Vorhof gelandet, hättest du es auf jeden Fall geschafft. Ja, aber Bro, meiner konnte wenigstens boosten noch. Guck dir das an. Alter. Boah, das ist voll... Wow. So, aber wir gehen rüber zum entspannten Battle, nämlich das Shoutout-Battle. Das wird krass. Let's go. So, Bro, du hast nicht mal eine Glatsche, aber ich sehe nicht mal deinen Kopf oder Lightning so. McQueen 2.0, so, bitte einmal rausfahren hier und dann werden wir hier gleich loslegen. Ich fahr ein bisschen vor. Wo ich sitze. Ich sehe echt nicht, wo du sitzt, Bro. So, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Du hast sogar einen Booster. Oh Gott. Aber nicht, dass du dich selber tötest mit dem Boosten. Nee. Mach dir mal darum, Bro, keine Sorgen. Die Tanne versperrt mir sogar noch den Weg, ne?
Bro, ich sehe dich halt nicht. Oh mein Gott, du hast mich aber einmal getroffen. Echt? Aber irgendwie nur so Finger oder so. Es hat nur voll wenig Leben weggezogen. Ja, Bro, ich sehe auch dein Ding nicht. Komplett nicht. Oh, du hast mir Leben gezogen durch Boosten. Weil du mich gecrashed hast, habe ich Leben verloren. Jawohl. Oh mein Gott. Oh. Ich booste dich weg. Bro, ich flieg. Bro, chill. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast mich getroffen. Ich habe nur noch Hälfte Leben. Bro, es ist schwer, dich zu treffen, weil ich dich nicht sehe. Digga, wo? Bam! Bro, ich sehe dich nicht mal. Ich sehe dich nicht mal. Ja, hast du dich wohl falsch entschieden. Komm mal ganz kurz her. Ich will mal kurz, ich habe dich sogar getroffen, aber wir machen jetzt das Abschluss. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein dickes Däumchen da, abonniert den Kanal. Und jetzt gucken wir, ob wir Max... Steig mal ein. Ja. Ich bin echt gespannt, aber ich glaube, ich kann dich rausschießen. Doch, ja, kannst du, ich krieg schon. Geht nicht! Doch, ich hab Schaden, ich hab halbes Ding verloren. Doch, geht. Ah, lol, Digga, wie schwer ist dieses Auto zu treffen, Leute. Aber ja, so war die Challenge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, checkt Max ab, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt guckt gerne diese Videos an. Let's go!